Seit drei Generationen sind die Männer der Familie Graf Bildhauer. Das Gewerbe wurde vom Großvater an den Vater und von dem an den Sohn weitergegeben. Wie die Zusammenarbeit von den beiden Künstlern Wieland und Raphael Graf, Vater und Sohn, klappt, haben sich Julia Pickel, Katharina Weser und ich einmal angeschaut. Seit er vier ist, wusste Raphael Graf, er möchte Bildhauer werden. Das ist Tradition in der Familie Graf. Sein Großvater und sein Vater hatten schon denselben Beruf. Bereits im Alter von 16 Jahren hat sich der heute 40-Jährige selbstständig gemacht. Weil er früh mit der Bildhauerei in Kontakt kam, kennt er heute die Interessen seiner Kunden genau. Wenn man das also vergleicht, was vor 20 Jahren für Aufträge da waren, das waren mir die traditionellen Figuren, eben heiligen Figuren, auch Krippen jetzt. Und da muss man sagen, das ist sehr zurückgegangen. Und es sind aber gleichzeitig immer wieder neue Chancen aufgetreten. Und ich finde es halt wichtig. Also es gibt so einen Spruch, wo man heißt, ja, Tradition ist nicht die Asche aufzuheben, sondern das Feuer zu bewahren. Seit drei Generationen wohnen die Grafs in diesem Haus in der Schottenau. Als Raphael 25 wurde, ist sein Vater ausgezogen und hat ihm das Haus überlassen. Dort ist nämlich das Bildhaueratelier und das sollte Raphael von nun an alleine führen. Vater Wieland lebt jetzt ganz oben auf dem Frauenberg, einen der schönsten Orte in Eichstätt. Wieland wohnt dort kostenlos. Im Gegenzug betreut er als Mesner die Frauenbergkapelle. Das nimmt ziemlich viel Zeit in Anspruch. Darum ist die Bildhauerei nur noch ein Hobby für ihn. Ich übernehme auch Aufträge von meinem Sohn, wenn er nicht dazukommt, um ja, die termingerecht fertigzustellen. Da ist oft schwierig und da springe ich dann schon ein und wir arbeiten sehr gut zusammen, jeder auf eigene Rechnung. Also ich habe noch nie so viel Arbeit gehabt wie momentan. Also das nächste halbe Jahr ist jetzt eigentlich schon komplett überbelegt. Und ja, gestern sind auch nochmal ein paar kurzfristige Aufträge dazugekommen. Also dass man eigentlich sich immer mehr die Frage stellt, wie man den Berg an Arbeit überhaupt bewältigen kann. Wenn es eng wird, kommt sein Vater vorbei. Dann arbeiten sie gemeinsam an einem Kunstwerk. Und dabei ist keiner der Chef. Arbeiten, bis man wieder mit dem Stift auf den Originalpunkt kommt bei der Figur. Jetzt haben wir da das Problem, dass wir suchen müssen, wie diese Dornenkrone ursprünglich mal gewesen sein könnte. Ihr aktuelles Projekt? Die Restaurierung einer Christusfigur aus der Henkersbergkapelle. Etwa 60 Stunden wird es dauern, die Risse zu füllen und die Dornenkrone wiederherzustellen. Obwohl sie sehr viel Zeit miteinander verbringen, streiten die Leute. Jeder hat seine eigenen Ideen und man kritisiert eigentlich den anderen nicht. Man kann vielleicht einmal in Beratung ein bisschen was drauf sagen aber generell große Kritik gegenüber. Da halten wir uns zurück. Also mein Sohn vielleicht nicht ganz so, aber ich halte mich da total zurück. Auch Raphael arbeitet gerne mit seinem Vater zusammen. Also die Meinung von meinem Vater ist mir sehr wichtig. Das schätze ich sehr. Er hat sehr große Erfahrung und jetzt gerade zum Beispiel bei der Einordnung von kunsthistorischen Zusammenhängen, da ist er mir einfach noch weit voraus. Im Bildhauen ist der Vater das Vorbild. Aber Mesner möchte der Sohn nicht werden, obwohl er sich selbst als gläubig bezeichnet und jeden Sonntag in die Kirche geht. Sein Vater muss mehrmals pro Woche die Messe vorbereiten und sollte bei allen Gottesdiensten anwesend sein. Dazu müsste Sohn Raphael sich im Bildhauen stark einschränken. Und das kommt für ihn zurzeit nicht in Frage. Vater Wieland aber lebt gerne auf dem Frauenberg. Für diesen Wohnort nimmt er auch die aufwendigen Pflichten des Mesnerberufs in Kauf. Der Ausblick auf Eichstätt entschädigt ihn dafür. Es ist einfach der schönste Wohnort von Eichstätt, ganz ehrlich. Da bin ich ganz stolz drauf. Und es war gar nicht so einfach, auch hier oben. Wir haben uns richtig beworben, diesen Dienst zu übernehmen, vor 17 Jahren. Und waren auch andere Bewerber da, aber wir haben dann doch den Zuschlag bekommen.
Und uns haben die Leute schon beneidet, wie wir hier oben wohnen. Und jeder sagt, dass der hier hochkommt, ja, sie wohnen fantastisch und so weiter. Und das ist das, was das für den Künstler auch eine gewisse Freiheit, dass man einfach da, ja, atmen kann.